heute mal mit einem Knicks. Guten Tag, ihr Lieben. So, heute gehen wir mal rein, weil viele sich dafür interessieren, wie geht es meinem Gegenüber jetzt da, wo er ist, um hier eine Kurz- und Knapp-Analyse zu machen, ob das für euch die Legung ist. Müssen wir euch analysieren, ansonsten kann ich euch nicht sagen, ob es dein Gegenüber gerade betrifft, ja? Wir gehen mal rein. Welche Person wird hier beschrieben? Und dann gehen wir gucken, falls ihr euch damit befassen wollt. Ich denke, das ist eine gute Legung für all die, die vielleicht nicht wissen oder auch nicht so eine Klarheit haben, ob da noch mal was passiert. Es ist ein Mensch, der hier auch wieder mit Mutterthemen zu tun hat. Für mich schlagartig, ja. Mutterproblem. Eine Person brauchte, wo man bemuttert wird. Die zeigt nach oben. Ein Mensch, der sehr viel Stärke hatte, vielleicht auch ein Löwe war. Dementsprechend mit dem Arcanum die Kraft. Man hat hier sehr stark Kraft gefordert. Ja, in meinem übertragenen Sinne ist das jemand, der Fürsorge gesucht hat, Verantwortung in dir gesucht hat, dieser Mensch, aber auch gefühlsmäßig nichts von sich geben konnte, ja, oder du merkst gerade absolut, da kommt gar nichts mehr rüber. Dieser Mensch ist gerade vielleicht nicht verfügbar in seiner Energie, dir deine Emotionen zu erwidern oder zu zeigen. Dieser Mensch ist aber in der Angabe für dich erkannt worden, beziehungsweise hast du diesen Menschen kennengelernt, dass man mit ihm schon zusammen schöne Zeiten verbringen kann, an Zusammenarbeit interessiert war. Wir haben hier jemanden, der gut reden kann, ja, der kommunizieren kann, der kommunikativ ist oder war, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Und wir haben hier jemanden, der abenteuermäßig unterwegs ist, der auch immer das Neue gesucht hat. Also niemand, der jetzt so in einer alten Struktur hing, war bereit oder offen für Neues. Das hast du an diesen Menschen schätzen können, schätzen gelernt. Wenn es nicht weitergeht, dann nimmt man den nächsten Weg. Das war eine gute Eigenschaft, die du hier genutzt hast von deinem Gegenüber. Und dieser Gegenüber war hier jemand, der nicht mehr allzu viel reingebracht hat, ja? Das ist die Stelle mit dieser Herrscherin, mit diesem Ich brauche was. Du hast hier sehr viel gegeben, sehr viel gemacht. Du hast hier bei der Person oder wartest auch bei dieser Person, dass hier endlich mal was umgesetzt wird. An der Umsetzung haperte es an irgendeinem Punkt, ja? Ob das nun in der Kennenlernphase ist oder ob sich hier jemand entfremdet hat, entfernt hat. Hier hat jemand von dir immer sehr viel verlangt, dass du machst, dass du gibst. Und man hat nur genommen und war weg. Das ist die Person, die ich hier heute abfange. Mit diesen Eigenschaften, ja, wenn sie dir reinkommen, wenn du damit auch in Verbindung gehst. Ich muss fast sagen, schalte hier weg, wenn nichts von gestimmt hat. Das ist wichtig, um zu gucken, ob es sich um die Energie deines Gegenübers hier handeln könnte. Als Engelbotschaft haben wir Mut. Diesem Menschen wird Mut zugesprochen. Vielleicht hat man hier aus Angst gehandelt, aus Unsicherheit. Vielleicht ist man irgendwohin zurückgegangen, muss sich mit sich selbst beschäftigen. Hier hat man kalte Füße bekommen, hier hat man Angst, ja. Deswegen ist man vielleicht auch oftmals als nah so unterwegs, das, was du geschätzt hast, macht man aber leider in anderen Situationen auch viel zu schnell, dass man sich für einen anderen Weg entscheidet, dass man damit kein Problem hat. Du, wenn es hier nicht geht, dann gehe ich da lang, ja? Weil ich brauche, ich weiß nicht, wo ich hin will. Das ist so eine Person, ich weiß nicht, wo ich hin möchte, ja? So sehr sprunghaft von den Ideen, sehr sprunghaft vom Leben. Und du kamst dir irgendwie vor wie eben diese entzogene Mutterrolle, dieses, du hattest immer das Bedürfnis, du mach das mal so, so wird das gemacht, so ist am besten, lass das sein, unterlass das bitte. Das war schon so Liebhaber und du musstest agieren als ich helfe dir, ja?
Das ist nicht gut, was du getan hast. Die Energie deines Gegenübers bedeutet Lebensfluss. Vertraue dich dem natürlichen Strom des Lebens an. Könnte auch so die Ansage sein, dass hier jemand einfach Angst hat. Aus Angst ist hier jemand gegangen. Aus Unsicherheit, sagen wir es mal so. Aus Respekt vielleicht auch zu dir. Hier hatte jemand nicht den Mut. Man hat hier erkannt. Oder man spielt hier so einige Prozesse für sich durch, wo man eben wirklich keinen Mut hat und auch keine Durchsicht über sich selbst. Was kann ich damit anfangen? Wie wird unsere Verbindung werden? Mache ich gerade das Richtige? Also man versteht hier irgendwie gar nicht, dass man hier ein bisschen logischer an die Sache rangehen müsste. Ja, hier ist man so, ach komm Zeit, ich genieße, aber man macht sich hier nicht so Gedanken über das, wo es einen wieder hinbringt. Man nimmt das hier so irgendwie Larifari an, ja, so grundlos teilweise. Man versteht hier, man sollte hier den Kopf einsetzen. Wir haben hier auch die Lichtangabe. Man sollte den Kopf hier einsetzen, dass man Sachen gemacht hat, die sich einfach nicht gehören. Das können Sachen sein, die dir wehgetan haben, wo man aber auch gemerkt hat, ich habe hier übertrieben. Ich habe mich selbst belogen auf diesem Weg mit uns selber. Ja, hier habe ich was verlangt, was ich selbst nicht geben kann. Das ist so ein Selbstbetrügen, ein Trugschluss an sich selbst. Jetzt muss ich gleich wieder objektophil meine Karte küssen. Meine Mäßigkeit, aber leider in der Schattenangabe, ja. Und das ist auch das, was nicht in die Mäßigkeit gekommen ist. Hier hat man vielleicht in irgendeinem Prozess übertrieben oder sehr viel geschwindelt, sehr viel gelogen, dich oder sich selbst auch was vorgemacht. Deswegen haut das hier mit dem Arkanum die hohe Priesterin nicht hin. Und auch hier haben wir die Herrscherin, ja. Hier kommt es wieder hoch. Hier war eine Person, die hat nicht geduldet, wie man sich hier benimmt. Und auch das hat man vielleicht von dir verlangt. Ist doch nicht schlimm. Stell dich doch nicht so an, akzeptier doch mal. Hat doch meine Mutter damals auch, ja? Oder du benimmst dich ja schon wie meine Mutter. Tönt mich ab, kann ich gar nicht ertragen momentan. Hier liegt jemand, der sich eigentlich in der inneren Verbindung gegen seine Mutter stellt, ja? Weil man da vielleicht auch Vorwürfe gemacht hat der Mutter gegenüber oder in der Kindheit, ja. Und das wusstest du, hast vielleicht auch da die Rolle übernommen, von wegen, Mensch, aber mit meiner Fürsorge kann ich diesemjenigen zeigen, wo es lang geht. Konnte man auch nicht, hat man nicht erkannt, ja, konnte man nicht ertragen, weil es auch da wieder Erinnerungen waren an so einen fürsorglichen Prozess. Und trotzdem brauchte man die Fürsorge, ja. Du kamst dir vor wie eine Mutter, wie ein Mutterersatz. Aber wenn es auf die Regeln oder auf die Struktur ankam, die du mal eingefordert hast, dann funktionierte das hier nicht. So, derjenige, wo sitzt man gerade drin? Man sitzt gerade da drin, wo man nicht weiterkommt. Hier macht man etwas unordentlich, ja? Hier hat man eine unordentliche Entscheidung getroffen. Hier geht auch irgendwas nicht vorwärts. Dein Gegenüber sitzt gerade in einer Energie oder in einem Lebensbereich drin, wo es nur schleppend vorwärts geht. Schleppend vorwärts geht in was mit was. Haben wir die Kraft. Die fiel ja oben raus. Also die Kraft, die ihr mal kennengelernt habt bei eurem Gegenüber, ist nicht mehr da. Geht schleppend über. Ja? Die Kraft wurde entzogen. Man hat hier selbst keine Kraft mehr. Man hat ja auch keine Stärke mehr. Könnte in so einem Tief gerade hängen. Weil man vielleicht auch gar keine Geduld mehr bekommt, die du gegeben hast, Fürsorge. Aber auch hier wiederholt sich das ganze Blatt. Dieser Mensch ist hier immer noch auf seinem Abenteuerweg, weiß aber nicht, wo es hingeht. Hauptsache, es geht weiter. Aber wo man sesshaft wird, weiß dieserjenige momentan nicht. Hier ist man tatsächlich auf der Suche nach Emotionen, ja? Hier ist man auf der Suche, ob man hier seinen Weg richtig gestaltet, ob man hier das oder die Erfüllung bekommt, die man sich die ganze Zeit sehnt. Naja, nicht lustig, aber die weibliche Energie braucht man tatsächlich, ja? Vielleicht hast du hier doch was hinterlassen, was man hier so mitnimmt
und mit der Wärme auch sucht. Man braucht schon diese Person, diese weiblichen Energien, Königin der Kelche, man braucht das schon, aber wehrt sich, wenn man es hat. Das ist ganz komisch, weil man möchte sich gerne nur diese bestimmten Rosinen rauspicken, aber dieser Mensch braucht diese Fürsorge. Das ist hier ganz klar. Mit diesem neuen Weg und immer wieder abhauen, wegrennen, vielleicht immer auf der Suche nach sich selbst, weiß man im Inneren, dass man hier die Gefühle, die Emotionen schon vermisst und auch braucht. In weiblicher Form. Kann sie aber auch wieder nicht erwidern, ja? Das ist hier ein Prozess, der sich schlagartig von der Person in der Auslage nach der Frage, ist das euer Gegenüber, hier wiederholt. Also dieser Mensch hat sich bis jetzt hier auch noch nicht geändert, falls ihr das wissen wolltet. Dieser Mensch steckt hier immer noch in der Problematik, ich kann meine Gefühle nicht zeigen, weil ich selber zu mir keine habe oder mich auch nicht selbst wertschätze. Ich habe keine Selbstliebe in mir. Fühle ich nicht. Da dreht sich was um. Hups. Die Kommunikation, Nachrichten, ja? Sieht man hier gar nicht ein. Hier könnte es sein, dass man hier sehr stur ist und dich zurückgelassen hat nach dem Motto, na du bist doch schuld. Hier geht was nicht vorwärts. Hier hat man in der Schattenangabe nicht mal das Interesse, irgendwie Nachrichten zu überbringen. Könnte sein, dass man sich auch komplett abgekapselt hat, ja, dass man sich zurückgezogen hat. Das ist hier so ein, nee, warum soll ich, ja? Also ich spiele nicht mal mit dem Gedanken daran, mich für irgendwas zu entschuldigen oder irgendwas zu erklären, weil du hast mir ja das nicht gegeben. Ich habe ja letzten Endes nur noch die Herrscherin im Schatten gefühlt, dieses Bevormunden. Auch hier, die Prüfung ist nicht bestanden. Hups, da fällt die Stärke schon runter, aber die war ja eh nicht vorhanden. Die Prüfung wurde hier mit deinem Gegenüber nicht bestanden. Dieserjenige hat es nicht verstanden und gesehen, warum du in das Leben gekommen bist. Man hat es hier immer noch nicht kapiert. Man hätte eigentlich hier mit dir gut heilen können, beziehungsweise eine Aufarbeitung machen können. Das Gute ist, wenn das hier abgelöst wird in der Zeit, dann haben wir hier die Lichtseite 6 der Stäbe als Ritter. Man wird wahrscheinlich hier ab diesem Prozess merken, hier ist eine Leere, ja? Irgendwas war es, irgendeine Verbindung hattet ihr zusammen. Irgendwie merkt man, das ist komisch. Solange habe ich vielleicht noch nie an jemanden gedacht. Solange Sehnsucht oder dieses Gefühl, dass mir jemand fehlt, habe ich vielleicht noch nie gespürt. Irgendwie nehme ich wahr, vielleicht war es doch ein Fehler, mich hier zu entziehen. So geht die Strecke, ja, weil bei dir oder in dieser Zeit, als man das hier alles nicht wahrgenommen hat, ja, man hätte hier natürlich mitarbeiten müssen, hat man hier schon so einen Lichtblick gehabt. Da ging es mir gut in der Phase. Das ist so ein Rückblick. Mir ging es gut in der Phase. Da hatte ich eigentlich die meiste Kraft, wo wir zusammen waren, ja. Da hätte ich wirklich... Erfolg ist für jeden anders, aber da ging vieles bergauf. Diese Person hat dort positive Erkenntnisse oder Ereignisse mitgenommen und wir kommen hier wieder rein in diesen, wie du den Menschen kennengelernt hast, Kommunikation. Es könnte sein, dass man sich hier wirklich um 180 Grad dreht. Bei 360 sage ich immer, dann wäre es der gleiche Mensch. Wer quatscht bei 360 Grad sich drehen? Tachchen, da bin ich wieder. Aber 160 Grad, hier ist schon die Ankündigung, da konnte ich sprechen, da hat jemand mit mir gesprochen. Da konnte ich meine Ideen rauslassen und du warst wahrscheinlich eine Person, die nicht sofort belächelt hat, die diesen Menschen ernst genommen hat. Das kommt hier einem wieder hoch, das fehlt einem hier tatsächlich. Ja? Was war das? Immerhin warst du eine Person, die hat mich hier ernst genommen. Und das hat mir auch eigentlich das Gefühl gegeben, bestärkt hier meine Ziele zu verfolgen. Aber vorher gab es hier diese ganzen Knackse. Hier kommt im Endresultat, ich muss lernen zu sprechen. Ich will nicht schweigen, ich muss lernen zu sprechen. Das kommt hier rein. Vielleicht sucht man diesen Mut in der Aussprache, ja, in der Kommunikation. Vielleicht wird man hier nochmal anfragen mit leichten Sätzen, wie geht's dir? Was machst du? Was hast du vor? Wollt einfach nur mal nachfragen. Wenn die Kommunikation nicht möglich ist, dann ist sie eben nicht möglich, ja?
dann hat man aber auch diesen Wunsch, das loszuwerden. Man verändert sich hier und geht vielleicht Revue auch nochmal rein, dass man ja von Stärke gesegnet ist, trotzdem Kommunikation zu benutzen. Also das heißt für mich wirklich sehr stark, du warst eine Person, die gut mit diesem Gegenüber Gespräche kommunizieren konnte. Das war jetzt nicht so eine Person, wo du ständig gedacht hast, na sag mal, da schnallt ja jemand gar nichts oder ja, wir sitzen jetzt hier, ich weiß nicht, was ich mit dir sprechen soll. Hier war jemand mal wirklich sehr empfangsoffen, empfangsbereit und hat auch Energien der Power über Sand mit Kommunikation, vielleicht auch immer gute Tipps gehabt für gewisse Sachen, die du vielleicht ganz anders gesehen hast. Da denkt so dieserjenige einfach hin, ja, warum ist denn das jetzt so schwer? Warum gehst du mir nicht aus dem Kopf? Rat des Schicksals in der Schattenangabe. Irgendwas stimmt hier nicht, ja. Ich habe hier einen Prozess verlassen, den habe ich nicht ordentlich beendet. Das kommt hier so ein bisschen rein, ein bisschen schleppend, aber es kommt rein. Wir haben hier auch in der Tendenz die Sicht der Dinge, Probleme. Hier kommt es darauf an, Probleme zu erkennen. Hätte man alles schaffen können, ja? Das sind jetzt keine großartigen Probleme, aber hier kommt es darauf an, hier muss man erstmal verstehen, welche Probleme habe ich überhaupt? Welche habe ich dazu beigetragen und welche gehören zu mir? Welche gehörten zu dir? Welche Problematik befindet sich überhaupt in meinem Inneren, dass ich so bin, wie ich bin und ständig ausreiße mit diesem Narrenweg? Warum flüchte ich immer? Und das wird auch nicht die letzte Spur gewesen sein bei dir, sondern so handelt man einfach aus Flucht, ja, mit diesem Narren. Man ist sich sicher, wenn es hier schmerzt oder nicht mehr so ist, wie man möchte, dann haut man hier einfach ab. In der Grundkenntnis bringt einem das nichts weiter, weil man hier rumirrt, in der Schattenenergie Probleme nicht zu erkennen, dass man sich da auch Hilfe holen kann, ja. Es sind ja genug Leute, die hier jemandem helfen könnten, die Probleme aufzuzeigen, aufzuweisen, aber das scheint dann hier auch tiefer zu sitzen, weil man es noch nicht erkennt. Wo kommen die Probleme her? Wenn man das erkannt hat, kann man sich hier tatsächlich befreien, ja. Man wird die Blockaden, oder es ist wichtig, dieses zu erkennen, um die Blockaden zu lösen, weil ihr, glaube ich, am wenigsten mit dieser Person zu tun habt, was es heißt, die Probleme hier gefördert zu haben. Dieser Mensch hat hier in der Ansicht die Probleme, die man noch nicht sieht, die man noch nicht richtig versteht und auf die Kette kriegt. Man denkt immer, das liegt an anderen, aber das muss man hier erlernen und auch versuchen aufzuarbeiten, damit man sich hier aus den Blockaden befreien kann. Da wird eine Erkenntnis kommen. Ach, da ist ja noch eine geflippt. Momentan ist hier Stillstand. Ja, momentan versteht man das hier noch nicht, dass man hier so ein bisschen mitarbeiten muss. Wir haben aber auch hier wieder den Herrscher. Es könnte sein, dass man sich hier sehr gut berappelt, ja, dass man hier gezwungen ist zu herrschen, dass man hier gezwungen wird, eine mit der Kommunikation. Man ist nicht zufrieden mit dem Weg, den man gelaufen ist, ja. Das ist nicht ehrenhaft. Das geht nochmal zurück in dieses, warum hat es bei dem Rat des Schicksals aufgehört? Warum verschwindest du nicht? Das war von mir nicht ehrenhaft, ja, dich oder das Ganze so zu hinterlassen. Hier merkt man, nee, das, was hier hinter mir liegt, ist wirklich nicht das, was ich eigentlich vorgebe zu sein oder vorgebe zu leben. Vielleicht schnackelt es ja auch so ein bisschen in der Angabe, ich muss mehr Verantwortung haben. Ich hätte mehr Verantwortung nehmen müssen. Das ist ja das, wofür man sich jetzt hier einsetzt. Wir haben hier, ja, man kann sich hier schwer lösen, ja. Man kommt hier gar nicht raus aus der Verbindung zwischen dir. Man kommt hier nicht über die Schwelle. Man kann hier die emotionale Welt auch nicht verlassen, beziehungsweise was Neues anfangen. Hier liegt im Emotionsbereich einfach eine Blockade drin, ja. Das ist so, dass das blockt hier denjenigen. Hier liegt irgendwas im Argen, was hier wahrscheinlich auch mit den Problemen und den Blockaden zu tun hat. Hier kommt man nicht drüber. Hier muss man wirklich erstmal erkennen, was hier überhaupt das Hauptproblem deines Gegenübers ist. Das hat weniger was mit dir zu tun. Das hat wirklich hier mit der Mutter sehr stark was zu tun. Wir haben auch hier kommt wieder die Ansage zum dritten Mal. Warum kann ich kein Gefühl geben oder warum kann ich auch nicht empathisch ticken? Warum empfange ich
nicht das Gefühl, was eigentlich wichtig wäre. Ja? Hier hat jemand wirklich damit zu tun, eine Kindheit aufzuarbeiten. Warum wurde man zurückgehalten? Warum wurde man vielleicht ein Helikopterkind oder warum wurde man vergessen? Das sind die zwei Ansagen. Auch hier kommt die wiederholte Situation rein. Man wird sich hier schon fast bewusst, dass das Treffen mit dir oder das Aufeinandertreffen mit dir einen Sinn haben musste. Weil du verschwindest auch nicht in der Aufgabe. Dieses Rad des Schicksals verschwindet einfach nicht. Man versteht hier, warum löst sich das nicht? Warum kannst du dich von mir nicht lösen? Man geht hier schon fast so rein nach der Suche. Kann doch nicht sein, dass du jetzt ständig hier drin bist. Das muss ja was Besonderes sein. Ich muss vielleicht hier nochmal anfangen zu gucken, warum sollten wir uns treffen, ja? Das ist hier in Licht nach oben. Das sind die Liebenden. Vielleicht wird man sogar verstehen, was war das denn, ja? Da wollte mir niemand Böses. Das war Liebe. Das war die Verbindung. Zu wem gehört das, ja? Warum habe ich das nicht gesehen? Warum habe ich das nicht wahrgenommen? Hier kommt jemand wirklich nochmal in diesen Prozess rein. Du verschwindest nicht aus meinem Kopf, aus meinem Herz. Was passiert hier? Was ist los? Wenn ich doch mit dir oft geschimpft habe oder wenn ich doch das beendet habe, denkt sich derjenige, warum gehst du dann aber nicht aus meinem Kopf? Die Selbsterkenntnis hier, oh, das war bisher die stärkste Bindung, ja? Wir haben hier, oh, ich habe nicht mitgearbeitet. Ich habe dafür gesorgt, dass ich das unterbreche, die Zusammenarbeit. Und mir wird einiges klar, ja? Die Erinnerungen, die kommen hier immer mehr rein. Das ist so das Arkanum der Mond, aber verstanden. Man kriegt hier eine Klarsicht. Man hat hier viel zu wenig gegeben. Man versteht, ich habe viel zu wenig hier für diese Liebe, für diese Beziehung gegeben. Das versteht man, das kommt rein. Erinnerungsschübe, Revue passieren lassen, Situation auch nochmal aufarbeiten für sich selbst. Natürlich auch wieder in den Abendstunden. Man versteht, man muss sich dort ändern. Es muss hier einen anderen Weg geben. Wir haben hier den Page der Stäbe, den hatten wir vorhin umgedreht, jetzt kommt er mit der Lichtseite raus. Das heißt, es geht eigentlich immer klarer in die Richtung, jetzt kommt es langsam durch, vielleicht übermittle ich hier nochmal was, ja, zu dir. Vielleicht bin ich doch bereit, nochmal Nachrichten zu schicken, vielleicht bin ich doch bereit, hier den Schlüssel zu finden, dir was mitzuteilen. Ich weiß nicht wann, aber das wird hier so eintreffen. Dieses, ich habe das Gefühl, ich muss nochmal mit dir sprechen, um zurückzugucken. Um zurückzugucken, warum konnte ich denn die ganze Zeit das nicht annehmen? Warum habe ich das abgelehnt? Das ist so dieses, hier will jemand selbst sich befreien. Weil man merkt, so einfach geht es nicht, wie derjenige sich dachte, hier ständig die Narrenwege zu gehen, ja? Könnte eine finanzielle Notlage sein, wenn derjenige zurückkommt. Bitte aufpassen, ja? Oder um Hilfe bitten. Könnte, muss nicht sein. Könnte aber auch dann passieren, wenn man hier sehr viel mal wieder verliert. Wie? Firma kracht weg, Arbeitsplatz ist verschwunden. Man hat hier gar keine Chance, irgendwas zu reißen. Man kommt ja auch nicht mehr alleine vorwärts, ohne Mitarbeit, ja? Wir haben hier, das Machtwort wird gesprochen, beziehungsweise hat man hier erkannt, hier wird es bei diesemjenigen noch ein Gespräch geben. Natürlich werden jetzt viele rausfallen, aber hier hat jemand wirklich Interesse über dieses ganze Thema, warum man hier so schnell abgehauen ist, warum du nicht verschwindest, warum hier was unbeantwortet geblieben ist, möchte man gerne drüber sprechen. Ja, man braucht dieses Gespräch sogar. Man würde gerne. Es kommt immer stärker durch, dass man dich vermisst. Man vermisst dich. Man vermisst deine Kommunikation, eure Kommunikation. Weil es schon so ein Band war, dass ihr euch vertrauen konntet und guckt mal, was passiert. Das, wo jemand nicht durchgeblickt hat, wendet sich zur Lichtseite. Ich habe verstanden, was es ist, ja? Ich kenne den Grund. Man kommt hier rein und kriegt die Erkenntnis, hohe Priesterin. Man hat es verstanden. Vielleicht auch das Dunkle mit dem Kindthema oder inneren Kindthema. Aber das ist hier einem wirklich sehr, sehr wichtig zu erkennen. Das muss ich gerade biegen, zumindest mit einem Gespräch. Ich muss sprechen,
weil sonst fühlt sich derjenige hier schon fast auch nicht befreit. Das heißt, wenn du hier eine Blockade einbaust und ein Veto einbaust, dann wird derjenige auch nicht befreiter werden, ja? Das muss hier in der Verbindung, ist es schon fast unabkömmlich, dass es hier ein Gespräch geben muss, um euch beide zu befreien. Oder du blockst oder er hat geblockt oder sie hat geblockt und hat sich selbst gefangen und kriegt das mit, ja? Wird hier sagen, oh Scheiße, was habe ich gemacht? Also wichtig ist, egal welche Art, dieses Gespräch der Aufklärung, dieses, ich hab's, ja, ich hab's kapiert, hohe Priesterin, ich habe es jetzt verstanden, ich habe nachgedacht, jetzt wird mir so einiges klar, vielleicht auch durch den Mond sehr stark, den wir hier hatten, ich muss das Ganze nochmal aufrollen, ja, ich würde und will mich freisprechen, ich muss darüber sprechen, mir fehlen die Gespräche zu dir, was ist passiert, ja, man hat hier wirklich sehr viel Erkenntnis bekommen und hier zum ersten Mal gemerkt, mit dem Narrenweg klappt es einfach nicht, für den man sich entschieden hat, es klappt einfach nicht, das hat vielleicht bisher oder bis hierhin immer geklappt, zu sagen, ach, dann gehe ich einfach wieder neu los, aber diesmal hast du dich festgefressen. Die Engelbotschaft, überschreite deine Grenzen, das passt auch sehr schön zu dem ersten Mut. Dein Gegenüber sollte Mut haben. Hier kommt nochmal eine doppelte Bestätigung, überschreite deine Grenzen und entweder hast du es versemmelt mit dem Gespräch, mit der Kommunikation, dann such dir den Weg, überschreite die Grenzen, ja. Auch hier überschreite die Grenzen mit dem Narren. Werd dir mal endlich klar, dass man auch als Narrenweg einen schönen Weg einschlagen kann und nicht immer vom Weg abkommen muss, um das Neue dann eben zu nehmen, ja. Überschreite die Grenzen, die Kommunikation zu suchen, die man hier sehr stark vermisst. Das ist das, was ich von dieser Person hier als Energie reinbekomme für euch. Was haben wir als Energie in der Tendenz? Was könnte hier diesen ganzen Weg beschleunigen, beziehungsweise dass es vielleicht euch beide befreien könnte? Seelenenergie. Seelenenergie. Du bist ganz, wenn du dich ganz fühlst, aber ohne dieser Kommunikation eben nicht, ja? Du bist ganz, wenn du dich ganz fühlst, hier fühlt sich jemand nur zur Hälfte. Es fehlt was. Du fehlst als Hälfte. Es fehlt die Aufklärung. Es fehlt oder fehlte bis dato die Erkenntnis. Die hat man. Du scheinst in irgendeiner Art und Weise die Mutter gemimt zu haben. Man hat sich die Hälfte genommen, die man wollte. Die Hälfte hat man weggeschmissen, die man als störend empfunden hat. Ist sich aber auch hier klar, dass dieses Rad des Schicksals eben nicht von der Prüfung her verstanden wurde, erkannt wurde und deswegen auch nicht ordentlich abgelöst wurde als Prüfung, ja. Das Ding kam hier zweimal und man hat oder wird hier verstehen, aua, ja, was habe ich hier gemacht? Was passiert hier? Was habe ich hier gemacht? Das tut weh, das lässt mich nicht in Ruhe. Wir müssen hier eine Klärung finden, damit ich mich hier lösen kann. Das ist so die ganze Angabe von deinem Gegenüber, von dem Menschen, für den du geguckt hast. Jemand sitzt hier genauso gefangen. Auch wenn man hier ständig neue Wege beschreitet, ständig neue Wege geht. Wir können ja mal das aktuellste von den Unterbewusstseinskarten hier nehmen. Hier haben wir auch den Fluss. Ich glaube, der war ja vorher auch mit der Energiekarte. Und wir haben hier die Vergeltung. Also hier versteht jemand, ich muss diese Kommunikation haben, ja. Ich muss mich entschuldigen. Oder ich muss aus dieser Opferrolle raus, ja. Dieses ständige Gejammer auf hohem Niveau. Ich habe hier was verstanden. Ich brauche diese Kommunikation zu dir. Eigentlich brauche ich die ganze Zeit. Das, was du mir gegeben hast, stellt derjenige fest, ist das Beste und prägendste, nicht vielleicht das Beste, aber das prägendste von allen gewesen. Und davon möchte man profitieren, da möchte man wieder hin, da weiß man, dass es in dieser Zeit gute Phasen gab, wo es lief für diesen Menschen. Und hier muss die Führung, der Fluss einfach wieder reinkommen und in die Bestimmung hier, die Opferhaltung muss hier ausgetauscht werden. Vergeltung, ja?
da sehnt man sich nach. Da möchte man, man will aus dieser Opferrolle auch einfach raus. Man möchte auch nicht als Opfer zurückbleiben. Man möchte auch kein Opfer zurücklassen. Das ist ganz, ganz wichtig für denjenigen, um hier abschließen zu können mit dem, was man die ganze Zeit auf die neuen Wege mitgenommen hat, ihr Lieben. So, ich muss mich heute erheben. Wir sind durch. Ich wünsche euch einen super schönen Tag, wann immer ihr das Video guckt. Bleibt gesund. Ich hoffe, ich habe nicht so doll geschrien. Und bitte Vorsicht bei den Angaben. Nur wenn ihr resonieren konntet, gilt das für euer Gegenüber, ja? Ich erhebe mich von den Plätzen. Tschüssi.